Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Rival Stars Horse Racing. Wie euch vielleicht aufgefallen ist oder ihr erschreckend seht, ich habe gestern Abend, spätabends noch sehr, 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 sehr viel die Pferde gelevelt. Alle Pferde sind jetzt ausgelevelt. Sie sind noch nicht austrainiert, weil die Anlage nur bis 29 geht. Also ich kann die Pferde nur bis Level 29 trainieren. Das können wir aber gleich beheben, weil ich habe auch die zwei Story-Ziele auch schon erledigt. Ich bin aber noch nicht weitergegangen. Das wollte ich jetzt mit euch zusammen machen. Wir gucken aber erstmal auf den Markt, was dann hier so ist. Ja, ich könnte mir jetzt dieses Pferdchen gönnen. Ich weiß nur nicht, ob ich es machen soll. Aber gönnen könnte ich sie mir. Ich gehe doch nur noch 7 Minuten. Oh mein Gott, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Das Geld hätte ich. Danger Streamer. Die ist doch wohl hübsch, oder? Ich habe gerade einfach mal 8 Mille für ein Pferd ausgegeben. Was soll ich jetzt dazu noch sagen? Oh Gott. Okay, so, dann holen wir mal unsere Einkünfte ab hier. Ach, guck mal. War schon wieder ein bisschen was drauf. Ach Gott, da habe ich so viel gelevelt und jetzt, naja, okay. So, dann. Wie ihr seht, die sind alle ausgelevelt. Ich habe gestern, also dieses Pferd kommt. Ne, die nicht, die bleibt schön hier. Dieses Pferd kommt weg. Das war für eine Aufgabe, kann ich nicht. Also. Gar nicht drüber nachdenken, vergesst das einfach sofort wieder. Das ist uninteressant. So, aber die drei hier, die habe ich gestern bis Level 35 gebracht. Ich kann euch sagen, das war ein hartes Stück Arbeit. Ein richtig hartes Stück Arbeit. Und die kleine Maus bis Level 50 bringen. Eieieiei. Aber ich wollte einfach mal eine andere Farbe haben. Die anderen sind schon wieder alle so hell und ich glaube, die haben wir sogar selber erstellt doch, ne? Ich weiß nicht. Na ja, egal. So, dann gehen wir mal in die Story. Wie ihr seht, ich habe beide abgeschlossen. Und dann wollen wir mal gucken. Das Pferd scheint auf eine schöne Range zu kommen. Ja, schauen wir mal, ne? So, Sattel und Zaumzeug haben wir dazu bekommen. So, dann gucken wir mal, was die Sophie zu erzählen hat. Was denkst du, Francis? Haben wir mit diesem hier eine Chance? Darauf kannst du Gift nehmen, wie du sagen würdest. Haha, du bist echt zum Schießen. Ja, sehr lustige Menschen. Yay, Prestige 14! So, 110.000 nochmal dazu. Neue Ziele verfügbar. Austragungsort freigeschaltet. Lincoln Abbey. Funktion freigeschaltet, neue Anpassungsoption verfügbar. Perfekt. Und wir haben wieder eine ganze Reihe. Ja, was haben wir denn hier? Francis möchte gerne, dass wir gutes Getreide gewinnen. Dann 10.000, auf das kriegen wir leicht hin. Ein edles Zuchtross. Züchte oder kaufe ein Pferd mit anfänglicher Sprintenergiestatistik von 56 oder höher. Aha, das heißt, wir müssen mal wieder ein bisschen. Das können wir aber hinkriegen. Ein bisschen züchten. Habe ich auch gestern erst gemacht. Trainiere ein Pferd bis auf Sprintenergie Level 25. Aha. Kriegen wir auch hin. Verkaufe ein Pferd mit 135. Okay, das kriegen wir auch noch hin. 80.000 Meter. Das kriegen wir auch hin. Das machen wir, ja. Geschwindigkeitstraining, ja. Die Anlage verbessern, das müssen wir machen. Und das müssen wir auch machen. Das kriegen wir alles schon mal so weit hin.
Das machen wir hier mal. Das kostet auch überhaupt gar nicht viel. Das ist total. Uff. Das machen wir natürlich mit jeder Box, damit wir auch wirklich viel züchten können. So, na komm. Gut, dass ich gerade nicht 8,5 Millionen für ein Pferd ausgegeben habe. Also. So, Training verbessern. Das ist überhaupt das Allerwichtigste hier. Das ist das Allerwichtigste. Maximal 31 und wir haben Pferde, die bis Level 35 gehen. Also das. Da müssen wir jetzt schon ein bisschen Gas geben hier, ne? Sehr schön. Und die Beschleunigung. So, das ist auch erledigt. Perfekt. Sehr schön. So, dann kommen wir noch zum Gehöft. Da kommen wir ins Lager raus. Das ist nämlich auch sehr wichtig. Ich habe gestern echt viel hier rausverkauft, weil immer das Lager voll gewesen ist. Alter Verwalter, also puh, 420. Naja. So, das auch noch mal. Ja. Und damit haben wir wieder sehr viel Geld ausgegeben. So, unsere Reitstunden waren noch nie so sicher. Naja. Ich weiß nicht. So, dann haben wir hier auch schon wieder was fertig. Das neue Futter ist toll. Danke nochmal, Stables Monthly. Anderes Thema. Megan will jetzt reiten. Ich wusste, dass es kommen würde. Aber ich weiß nicht, ob sie dafür schon bereit ist. Megan ist ihre Tochter und die hatte wohl mal einen Unfall gehabt oder so. Meine ich zumindestens. Und so ganz begeistert, dass sie halt wieder jetzt anfangen will zu reiten. Ja, ist sie anscheinend nicht. So, dann Trenton. Zumindest konnte ich die Schwierigkeiten meiner Tante eine Weile vergessen. So, Francis. Wenn Sophie ihrer Tochter das Reiten erlaubt, sind unsere Sicherheitsstandards wesentlich höher als erforderlich. Das ist schön. Dann braucht sie auch keine Bedenken haben, dass da irgendwas passieren könnte. Ja, wie gesagt, das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir auch mit der Zeit irgendwie hin. Und das kriegen wir auch hin. So, ihr Schnuckelhasen. Hey, warte mal. Mit der werden wir jetzt erstmal ein Rennen laufen. Obwohl, na, die können wir jetzt natürlich alle erstmal trainieren. Alter, Alter. Okay. Ja, bis 31. Und das war's dann auch schon wieder. Toll. Aber immerhin. Da kann ich jetzt so viele Rennen laufen, wie ich will. Ich komme nicht weiter. Oh je. Aber ich werde definitiv Rennen laufen, weil ich brauche nämlich jetzt wieder Geld, weil ich habe ein teures Pferd gekauft. Ich bin echt ein bisschen. Sagt jetzt bitte nix. Aber wie gesagt, ich war sehr fleißig gestern gewesen. Weil ich wollte unbedingt mit euch das Prestige 14 heute erreichen. Mit euch gemeinsam. Deswegen habe ich sehr lange an dem Spiel gesessen gestern. Und sehr viel Geld eingenommen. So, dann gehen wir gleich mit der einen Stute noch ein Rennen. Wenn wir die hier durch haben. So, Spirit Unicorn ist tutto completo fertig. Das war's, ne? Mehr haben wir nicht. Nee. Ja. Schön. Haben wir. Spirit könnte ich eigentlich dann verkaufen, ne? Spirit könnte ich eigentlich verkaufen. Eigentlich schon. Eigentlich schon. Ah, es tut mir eigentlich in der Seele weh, ne? Aber. Mach's gut, mein Bester.
Ciao, ciao. Mach's gut, nicht böse sein. So, jetzt haben wir Platz. Und jetzt gehen wir mit Dangerous Dreamer das erste Rennen. Lincoln Abbey. So, wir gehen aber mit Dangerous Dreamer. Ah, guck mal. So. Hey. Na, ach, warte mal, du hast ja noch gar keine Fähigkeit, Hase. Das geht ja gar nicht. So, Stute. Hier unten ist nur für Hengste. Was machen wir denn für dich? Bonusgold? Nee, das machen wir noch nicht. Während der letzten 200 Meter Rennestand 2000 oder länger. Einfach mal ausrüsten. Wir gucken mal. So, Schnuckelhase. Reiten wir natürlich selber und ich bin sehr optimistisch, was das angeht. So, dann wollen wir mal gucken. It's race on here at Sewell Meadows. A great start for the favorites. Artifact Abacus. Aber hübsch ist es schon, also. At the 1000, it's Dangerous Dreamer. Artifact Abacus wants the front. Ist halt einfach mal eine völlig andere Farbe als das, was ich bisher im Stall stehen habe. Dangerous Dreamer keeping the lead spot. Artifact Abacus in second. On their back. Die ist schon echt hübsch. Sieht aus wie so Stracciatella-Pferd, ne? Also, irgendwie schon. Aber so leckeres Stracciatella-Eis. Mmh. Ich glaube, wir brauchen uns keine Sorgen machen. Comfy Handy, moving forward, putting up a challenge to Artifact Havocus, Splash Spirits, trying to outdo them. Dangerous Dream. Tschüss, macht's gut. Ja. Dangerous Dream has boxed in. Die ist echt voll hübsch, ist die, wirklich. Boah, ich mag das total, echt. Ich finde die echt so mega special irgendwie. Ja, okay, dann würde ich sagen, das war's gewesen für diese Folge. Und wir haben einiges gemacht. Wir sind Prestige-Schwitze mittlerweile. Ich hoffe, dass ich bis zur nächsten Woche da noch ein bisschen was ändern kann. Vielleicht sind wir da schon Prestige 15. Muss ich mal schauen. Und, wir müssten ja noch. Bin gerade am gucken. Das ist eine Stute. Ich kann mir manchmal nicht merken, was jetzt hier eine Stute ist und was ein Hengst ist. Das ist schon. Okay, da haben wir nur ihn. Gut. Haben wir nur Spectacular Maker gerade. Wir müssen ja noch einen Fohlen züchten. Okay, ja gut, das, ja natürlich, das macht natürlich Sinn, dass ich mit der jetzt noch nicht züchten kann. Ich muss ja noch Fohlen züchten. Was brauchte ich da? Sprintenergie 56 oder irgendwie sowas, ne? Das sollten wir hinkriegen. Da brauche ich jetzt auch nicht den allerbesten Hengst für. Shrines Tax. Geht das noch günstiger?
Aber ihr seht schon, ne? Es wird nicht günstig. Ja gut, wir nehmen einfach mal Likely Compliment und ich hoffe, dass ich da einen Fohlen kriege, dass ich schon mal einen Wert fertig habe. So, aber jetzt wirklich, das war's gewesen. Wir haben ein neues Pferdchen gekauft. Bis die Level 50 ist, da muss ich, glaube ich, eine Nachtschicht einlegen. Ja. Na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, das war's gewesen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video sehen werdet. Lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert den Kanal, wenn euch dieser gefallen sollte. Wenn ihr Wünsche oder Vorschläge habt, immer in die Kommentare schreiben. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge von Rival Stars Horse Racing. Und bis dahin sage ich, ciao, ciao.